Die Vernichtung geht in die zweite Runde. Ding, ding, ding. Ja, und damit hallo und willkommen zum Murdoch-Build bzw. Murdoch-Annihilation-Guide-Update bzw. zur Veränderung, nämlich Version 2.0, wie schon angekündigt. Ich habe mir selbst auch nochmal Gedanken gemacht, habe Veränderungen vorgenommen, damit das Deck noch ein bisschen flexibler wird, noch ein bisschen variabler. Habe mich auch mit Sonic aka Rapsplay, der die Gameplay-Videos zu den ganzen Deckguides macht, welche ihr jetzt auch unter den Videos immer finden könnt. Mit ihm habe ich mich abgesprochen und gemeinsam haben wir es verbessert, damit wir das jetzt euch präsentieren können. Was hat sich daran geändert? Schaut's euch an. Ja, eins, was sich nicht verändert hat, ist, wir haben 40 Kartenpunkte vergeben. Der Name hat sich ein klein bisschen geändert. Die Hauptkarte ist gleich geblieben, nämlich der Erzmagier. Die Startkarte Heiltrank ist gleich geblieben, ist aber jetzt der einzige Abschnitt im Verbrauchsgüter. Es ist vom Starten her relativ ähnlich wie das alte Deck, also Annihilation Version 1.0 würde ich jetzt mal sagen. Nämlich ihr startet mit dem Heiltrank und dem Damage-Warnstein. Und diesen möchtet ihr auch als allererstes aufrüsten. Das heißt, wenn ihr dann 6, ich persönlich sage, wenn ihr 9 Kartenpunkte habt, geht ihr zurück, holt euch das Schutztotem des Weisen, einfach nice to have. Bei der ersten Version konnte man dieses noch aufwerten, dieses Mal nicht mehr, sondern einfach um schneller jetzt in die großen Items investieren zu können. Das heißt, bei 9 Punkten Schutztotem des Weisen und den Warnstein schon gleich voll machen. Als zweite Karte nicht diesen Warnstein, sondern diesen Stab der Härte. Ich nehme jetzt mal den Lebensstab der Härte oder den kleinen Stab der Härte, definiere ich ihn jetzt mal. Und ja, der wird als erstes gefüllt. Und von dann habt ihr ja noch so gesehen, wenn ihr das jetzt voll macht, also ihr kauft euch das für 3 Punkte. Und dann, wenn ihr weitere 6 Punkte habt, hole ich mir dann das Zweierleben, die Zweierkinetik und diesen Warnstein. Habe ich 3 weitere Punkte oder am allerbesten 9 weitere Punkte, mache ich diesen Lebens, den großen Leben noch rein und die Zweierkinetiks und die Zweierzaubern. Und somit habe ich schon mal auf jeden Fall relativ sehr, sehr schnell meine Hauptitem, beziehungsweise ein Teil meiner Hauptitems, weil meine Hauptkarten, meine Karten, die ich immer drin haben möchte, ist zum Beispiel der Damage-Warnstein und der Lebensstab der Härte, beziehungsweise der kleine Stab der Härte. Danach, also wir haben jetzt umgerechnet, haben wir jetzt den Heiltrank, wir haben das Schutztotem der Weisen drin, wir haben die 2 Warnsteine drin und den Lebensstab der Härte. Danach baue ich, weil jetzt natürlich die Tanks schon anfangen tanky zu werden, die Kernschmelze. Die Kernschmelze ist jetzt der Ersatz, was früher hier unten, wenn man es hingeht, die Hand des Propheten war. Die Lebenspunkte, die wir dadurch bekommen hatten früher, ist jetzt hier in diesem Stab der Härte mit drin. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall durch diese Karte schon mal unsere 600 Lebenspunkte, was sehr wichtig ist. Einfach um tanky zu sein. Und die Kernschmelze können wir jetzt ein bisschen variabel bauen, je nachdem, wie tanky die Gegner sich gebaut haben. Alles in allem möchte die Karte zum Schluss 10 Punkte kosten. Das bedeutet, was auf jeden Fall drin ist, ist eben die Kernschmelzekarte, die 2 Zweier Zaubern und der große Schock. Das sind die 3 Karten, die definitiv drin sind. Wenn ihr sagt, okay, die haben alle oder sehr viele haben mehr Rüstung, ich brauche mehr Durchdringung, dann könnt ihr für einen Zweier Damage einfach nochmal einen 32er Schock reinbauen. Einfach um mehr Durchdringungspotential zu haben. Alles zusammengefasst haben wir jetzt 5 Karten. Heiltrank, Warnstein 1, Warnstein 2, Stab der Härte, Schutztotem des Weißen Anium, sogar 6 und die Kernschmelze. Als nächstes schmeiße ich dann den Heiltrank raus und da bleibt es euch überlassen. Wollt ihr ein klein bisschen mehr Attack-Speed haben, baut ihr zuerst den wirbelnden Zauberstab. Wollt ihr ein klein bisschen mehr Lebenspunkte haben, also 100 Lebenspunkte in dem Sinne, baut zuerst den Stab der Härte. Ich persönlich baue immer den Stab der Härte, weil ich finde, wir brauchen die Tankiness einfach, auch als ADC bzw. auch als Carry.
Dann rüste ich den erst hoch und erst als allerletztes schmeiße ich das Schutztotem des Weisen raus und hole mir hier den wirbelnden Zauberstab. Und somit bin ich, wenn ich die Nicht-Crit-Version wähle, Fullbild. Möchte ich jetzt umschwenken in die Crit-Version, das heißt, ich habe zuerst nicht Crit gebaut, sage, nee, ich brauche den Crit jetzt doch irgendwie, ist das alles gar kein Problem. Ihr müsst nur diesen Warnstein ersetzen durch das Rotaugen-Nitro. Oder wenn ihr generell den Crit-Build wählen wollt, könnt ihr auch, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, dass dieser Warnstein hier reingebaut werden müsste, dieses Rotaugen-Nitro reinbauen. Wenn es zu dem Zeitpunkt geht, dass entweder der Stab der Härte, also der große, oder der wirbelnde Zauberstab reingebaut werden müsste, baut ihr den Mikrosprengkopf und dann dementsprechend auch noch das agoranische Zepter hinein für den dementsprechenden anderen wirbelnden Zauberstab oder Stab der Härte. Das heißt, diese 12er und diese 12er-Karte wird durch Mikrosprengkopf und agoranisches Zepter ersetzt. Also da sind wir relativ ähnlich vom Bild. Das große Ganze, was ich geändert habe, der Lebensstab der Härte hat jetzt ein bisschen mehr Leben, hat ein bisschen mehr Tankiness. Die Kernschmelze ist jetzt etwas flexibler, man kann sie leichter aufbauen, anstatt jetzt sofort satte 10 Punkte haben zu müssen für die Hand des Propheten. Sondern man kann sie aber auch hier noch ein bisschen variabler gestalten, je nachdem, wie viel Energierüstung die Gegner haben. Und ich würde sagen, wir gucken uns auch trotzdem nochmal die Boni, die uns das Deck gewährt, an, um dort einen leichteren Überblick behalten zu können. So, und da sind wir jetzt schon bei den Boni, die uns das ganze Deck gewährt. Und hier vorne die etwas dicker gedruckten, das sind wieder unsere Hauptkarten, die immer im Deck sind, nämlich den Schadenswarnstein, die Klinge der Härte, beziehungsweise den Stab der Härte, nicht die Klinge der Härte. Wir sind ja keine physischen Helden. Murdoch ist ja ein Energieschadensheld. Also den Stab der Härte, den kleinen, beziehungsweise ich nenne ihn einfach mal den Lebensstab der Härte jetzt noch. Und die Kernschmelze. Alles in allem, je nachdem, wie wir jetzt die Kernschmelze bauen, bauen wir mehr Durchdringung rein oder mehr Damage. Machen wir auf jeden Fall mindestens, wenn wir mehr Durchdringung reinbauen, 110 Schaden. Bauen wir dort den Schaden statt die Durchdringung rein, haben wir 123 Schaden. Attack Speed bleibt gleich, HP haben wir sehr, sehr viel, was auch wichtig ist. Sonst ist er ja eine komplette Glaskanone und wird sofort weggenukt. Und eben Pierce, also die Durchdringung, entweder 64 oder wenn ihr die 32 noch zusätzlich mal reinpackt, seid ihr bei 96 Durchdringung. Dieser Build hier ist dann die Version für die Nicht-Crit-Version. Das heißt, wenn wir nach diesem Schaden und nach diesem Schaden gehen, sind wir bei knapp 300 Schaden, 55 Attack Speed, 700 Lebenspunkte und ich sage mal 64 Durchdringung. Das ist meine Version, die ich meistens wähle, weil meistens reichen mir diese 64 Durchdringung schon. Dann sagt ihr, okay, ich gehe jetzt lieber auf Crit, dann wird dieser Warnstein durch das Rotaugen-Nitro ersetzt, diese Karte durch das Zepter und diese durch den Mikrosprengkopf oder halt genau umgekehrt. Wie ihr seht, das sind 12er-Karten, das heißt, die sind genau gut kompatibel zum Austauschen. Wenn man es jetzt hier vergleicht, ihr verliert zwar 65 Schaden jetzt hier in dem Vergleich, 11 Attack Speed und 100 HP, ihr kriegt aber eine 30-prozentige Crit-Wahrscheinlichkeit dazu eben und 50% kritischen Treffer-Bonus. Das heißt, wenn man jetzt die 123 rechnet mit den 104, sind wir bei 200 und ja, 227 Schaden. Das Ganze verdoppelt wegen dem Crit. Sind wir schon mal bei knapp unter 500. Also ihr drückt da auch schon mal richtig schön den ganzen Damage raus. Wie gesagt, das ist ein Update einfach zum Annihilation Build, Annihilation Version 2.0. Vielleicht, wenn sich irgendwie das Meta ändert, wird es auch dazu wieder Veränderungsmöglichkeiten geben. Was meint ihr zur Veränderung? Ist es jetzt besser? Oder sagt ihr, nee, Annihilation 1.0, also die vorherige Version hat mir besser gefallen, die ist mir besser gelegen? Würde mich mal echt interessieren, welche Version ihr besser findet, besser zum Spielen, sich besser anfühlt zum Spielen auch. Schreibt das Ganze unter die Kommentare oder falls ihr selbst mal sagt, hey, könntest du mir mal ein Deck von, sagen wir mal, Nabash, dem neuen Helden machen oder wie würdest du den Helden spielen? Schreibt es unter die Kommentare und vielleicht machen wir davon auch ein paar Deckvideos der etwas anderen Art, die aber auch wieder schön variabel sind und schön ins Spielgeschehen angepasst werden können. Probiert Annihilation Version 2.0 aus und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.